kiss for you. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Seidenspinner-Community. Ich begrüße Sie hier bei unserem neuen Let's Play. Wir spielen heute Train Fever. Mein Name ist Vito. Transport Fever, wenn ich bitten darf. Oh, da bin ich kurz aus meiner Rolle gefallen. Du bist dem Fever? Du bist ins Fever gekommen. Ja, dem Fever bin ich unterlegen hier. Hier mit Vito und Francesco. Genau, das bin ich. Und zwar folgendes. Es soll oder es wird, wie ihr vielleicht schon gehört habt, Video mit, ja, was guckst du gerade so? werde ich oder werden wir vielmehr auf der Nordamerika- und Europa-Map zocken. Mit aktuellen Mods. Es soll alle zwei Tage ein Video rauskommen. Zumindest ist das so der grobe Plan. Und ich hoffe, ich kann es einhalten. Wenn nicht, dann werdet ihr das dann an dem Tag erfahren. Und ich werde es nachreichen. Ja, es soll wirtschaftlich sein, was leider nicht funktioniert, da es ein freies Spiel ist. Das ist zumindest meine Vermutung. Heißt, wir können es nur einigermaßen wirtschaftlich machen, indem wir... Ja, im Grunde genommen, weißt du, was wir machen können? Nein. Im Endeffekt... Okay, sagen wir so, es ist insoweit nur wirtschaftlich, dass wir am Anfang Geld verlieren. Allerdings, wenn wir Sachen ausgeben in Bezug auf die Straßen und Depots und Stationen, dafür müssen wir rein gar nichts bezahlen. Das heißt, wir haben von der Regierung, am Anfang von der amerikanischen Regierung, einen Freipass bekommen. Heißt, die Steuerzahler zahlen das. Und so machen wir uns ein schlecht programmiertes Spiel zu nutzen. Nein, Spaß. Es ist natürlich gut programmiert. Das Einzige, was natürlich schade ist, dass man in einem freien Spiel, naja, nichts zahlen muss, so gesehen. Das Einzige, wofür man zahlen muss, ist, wenn man schlecht gebastelt hat, dass man halt die Arschkarte gezogen hat irgendwann. Aber vielleicht, nur vielleicht, muss man ja doch noch was bezahlen. Und wir wissen das nur nicht. Ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle wolltest du hier Random Cities und Random Industry haben. Ja, so wie du willst. So wie gerade eben, mehr oder weniger, in der Testaufnahme. Heißt, Fahrzeuge wollen wir wieder alle haben, Landschaft ja lieber europäisch, weil da ist ein bisschen mehr Grün drin. Städtenamen machen wir auf Standard. Die Frage ist, ja, geht leider nur Standard. Wäre geil, wenn da auch realistisches Geschehen schon hätte. Bäume nehmen wir dann natürlich wieder alle, Gebäude nehmen wir auch alle. Straßen und so nehmen wir mal wieder europäisch. Szenario ist eine totale Wuppe. Speichern wir das erstmal. Wir gehen auf einfach. Eventuell gehen wir demnächst. Ich sag schon wieder demnächst. Gehen wir später auf schwer oder mittel. Aber machen wir es erstmal so. Das war's eigentlich auch schon. Ich würde mal sagen, ich starte mal. Und wir sehen uns wieder, wenn die verdammte Karte geladen hat. Was natürlich jede Menge dauert wegen den vielen Mods. So, wir sind jetzt im Spiel drin. Jetzt funktioniert der fucking Shit wieder auch hier. Heißt, wir werden erstmal schauen, was für... Oh, guck mal hier. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger alles geblieben. Nee, hier oben nicht. Oh, da müssen wir in Kanada wieder gucken. Wir schauen uns mal eben an, wie wir die ganzen Städtenamen benennen können. Obertal ist auf alle Fälle jetzt in... Immer noch Mexiko. Nun würde ich sagen, jetzt in Tijuana. In Chihuahua. Chihuahua. Nein! Oh, verdammt. Ach guck mal, jetzt funktioniert der Mist, ne? Gerade eben funktioniert der Scheiß nicht. Mal so leicht ranzoomen. Jetzt gehe ich wieder auf Rollmap. Wollen wir mal schauen. Ich würde sagen, das müsste ungefähr auf dieser Höhe sein. Problem ist, ist nichts. El Paso. El Paso. Nehmen wir El Paso. Leider können wir Oberteil nicht richtig in El Paso umbenennen, weil dieses A da nicht hinkommt. Deswegen müssen wir das so nennen. El Paso. Paso. Lieserich. Ne, Liese nicht. Liese. Liese nicht. Das könnte
Könnte sogar Kalifornien sein. Also leistest du dir ab und zu einen LKW? Nein, ich lease nicht. Nee, es ist in Oregon. So Oregon würde ich sagen, relativ im Süden. Und noch ein bisschen weiter da, es könnte Bend sein. Oder Eugene würde ich sagen. Oder Portland? Portland kennt man eher als Eugene, deswegen nehmen wir Portland. Lies nicht schon tatsächlich. Ja, wo ist Portland da? Portland ist an der Grenze zu Washington. Ach, weiter oben. Hier sind wir ja schon wieder in Kanada bereits. Oh, Kanada. Das müsste nördlich hiervon sein, also ungefähr hier. Also wirklich schon gerade erst in Kanada. Ich würde sagen, das ist Kelowna. Kelowna. Oder irgendwie so. Kelowna. Kelowna. Hello. Is anybody here? Dann geht's ein bisschen weiter nach oben. Da würde ich schon sagen, wir sind wieder so ein bisschen mehr in Alberta in der Mitte. Auch relativ, obwohl. Andererseits. Hier sind wir ja schon, Moment, das hier oben sind wir hier in diesem Bereich, ne? So bei Saskatchewan im Norden von Saskatchewan. Das heißt, wir müssen so in diesem Bereich bei Alberta oder British Columbia sein. Danke für den scheiß Lag. Und Grafikbug. Also würde ich sagen, ey, das klingt doch schön, Rainbow Lake. I saw a rainbow today. I enjoyed it. Echt? Du hast noch ein Rainbow gesehen? Nee, heute nicht, gestern. Nein. Das einzige Problem, was ich jetzt hier habe mit... Es geht so schnell, wenn man... Ging es auch schneller. Hier würde ich sagen, sind wir schon in Saskatchewan? Ja, ne? Würde ich sagen, das muss ja ungefähr auf dieser Höhe sein. In dem Bereich ist sogar ist doch ein bisschen weiter südlich. Lake sehe ich leider nicht. Es wird aber passen. Dann würde ich sagen, nehmen wir Lake Brochet in Manitoba. Oder nehmen Stony Rapids. Rapids. Stony Rapids, ja. Stony Rapids. Stony Rapids. Richtig geschrieben, ja. Hier haben wir wieder Toronto, das ist ganz klar. Das sieht man ja schon. Das war beim letzten Mal auch so, sogar genau an derselben Stelle. Das ist kein Geschäftsgebäude, sondern Quebec sollte das werden. Quebec. Hier sind wir ja schon wieder fast in den USA. Bei Beavern. Bei den ganzen Lakes, bei dem Michigan Lake und so weiter, bei North Dakota. Mhm. Also sind wir sogar schon, wir sind in Minnesota, würde ich sagen. Und ich würde sagen, das ist Virginia. Oder? Oder wir nehmen Grand Rapids. Ja, so, kennt ihr hinzu. Ja, das ist aber leider ein bisschen weiter weg, obwohl das passt ja. Gerade ist auch ein bisschen kleiner. Also nach Stony Rapids kommt hier Grand. Oh, kann ich nicht mehr schreiben. Grand Rapids. So, Nierstein ist zwischen Kelowna und Grand Rapids. Ich würde sagen, landschaftlich gesehen, eher so in dem Bereich. Zwischen North Dakota und dem anderen Staat habe ich schon gar nicht mehr sehen können. Wir hatten ja einmal hier das und einmal hier oben, glaube ich. Und auf der Linie müsste das ungefähr hier sein. Relativ in der Mitte. Mal schauen, was das für ein Staat ist. Weißer Screen. Das Licht. Fort Peck. Oder Glasgow. Aber Glasgow können wir nicht nehmen, weil wir vielleicht Glasgow sogar drüben haben. Ich würde sagen, Fort Peck passt. In Montana.
heißt Forge Pack in Montana. Was haben wir denn hier? Trittern. Ne, Triftern. Triftern, das trifft sich ja fast schon gut. Triftern ist südlich von dem Ganzen. Hier müsste also irgendwo in West Virginia sein. Oder in Kentucky. Was mit Nashville? Nashville, wo ist Nashville? In Tennessee. Nashville könnte das auch sein. Wir nehmen mal Sachen, die man noch wieder kennt. Nashville. Ja, von Jack Daniels. Ne? Der Gebraut. War nicht was mit Nashville, sogar mit dem King of Queen? Ach, King of Queen. King of Rock? So, Mississippi. Jetzt gehen wir westlich von Mississippi und dann würde ich sagen, Kükels ist Dallas. Nee, ich glaube, der King of Rock, der kommt doch woanders. Ich meine, wer ist denn der King of Rock noch? Aber bei, nicht mein, oh, Dallas. Meinst du, das war, hier, Billy Ray? Nein, nicht Billy Ray. Nicht Billy Ray, nee, Cyrus. Gut. Nee, dann das weiß ich nicht. ich komme gleich drauf. Alice Cooper? Elvis Presley. Ah ja. King of Rock hieß der so? Ja. Nashville, da waren die ganzen Musiklabels, deswegen ist er da irgendwo hingezogen, glaube ich. Kannst auch ein Plakat gucken. So, wir haben erstmal alles abgegrast, dann ist die Frage, was nehmen wir, von wo nach wo fangen wir an? Ja, wo alles aneinander ist, ne, so ein bisschen. Ich würde sagen, am nächsten aneinander sind Fort Peck und Kelowna. Wollen wir Fort Peck, ja. Sieht doch sehr ideal aus, ja, von mittig gelegen. Ja, nach wo dann? Nach Grand Rapids oder nach Kelowna? Nach Kelowna. Nach Kelowna. Mhm. Die Frage ist, obwohl das ist natürlich ziemlich hügelig, ne? Na, das ist ja relativ mehr oder weniger egal, würde ich schon fast sagen. Ich merke gerade, ich lasse die ganze Zeit laufen. Tja, das ist. Die Frage ist. Fangen wir an mit. Wir sollten eine Railway dahin bauen. Eine Railway, genau. Wir haben übrigens angefangen mit. Boah, wir fangen in Kanada an. Ach, Kanada sage ich schon. Ja, ist es Kanada? Nee, es ist. Doch, nee, es ist von USA nach Kanada. Weil, oh Gott, Anzahl der Gleise eingleisig. Ich meine, später können wir es noch upgraden. Ja. Die Kurve brauchen wir nicht unbedingt. Was ist das denn jetzt hier? Wir machen erstmal eine Zugstrecke. Ach, hin. Du Scheiße, schau dir das an. Wow. Das ist 40. Alter, das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Alter. Dann gehen wir lieber zu 1. Zu 0, meine ich. Alter, what the fuck? Und dann bauen wir dann. Ich will nicht wissen, wie es bei 48 ist. Busse. Oh, doch nicht. Kein Unterschied. Ich würde sagen, wir fahren vom Norden. Vom Norden zum auf Süden. Auf dieser Höhe ungefähr. Schon ein bisschen hügelig, sieht zumindest so aus. Wir setzen das ungefähr hier hin. Verbinden das dann später noch. Und schmeißen dann das bei Kelowna ein bisschen schräger und dann hier so hin. Oh, Kelowna. Ist ein bisschen schon, ja, gut. Kann man machen. Weil da haben wir noch so, können wir noch leichter eine Verbindung nach oben machen, nach Rainbow Lake. Würde ich sagen, dass es eine gute Idee ist, dann verbinden wir erstmal hier so die. Erstmal noch die Straße. Ey, das sieht so verpixelt aus. Tja, vielleicht gehört das ja so. Muss ja, weil es alles also hoch. Also höher kann ich es von der Geometrie und so nicht machen. Ist nicht komplett hoch, soweit ich weiß. Ja, wenn da schon hier Asphalt ist, dann verbinden wir das auch erstmal mit Asphalt und. Asphalt. Ja, Asphalt. So haben wir das erstmal schon mal, dann verbinden wir. Oh, dann müssen viele Bäume gefällt werden. So müssen sie gefällt werden, wir können auch durchfahren. Ja. Also die Frage, okay, die Frage hatte ich schon übrig, fällt mir gerade auf. Wir fangen erstmal an mit dem Personalverkehr und dann fangen wir mit den Gütern an, auch wenn das eigentlich umgekehrt war. Ja. Aber Personen gehen vor. Ist erst irrelevant. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier dabei sind, dann fangen wir auch erstmal gleich an mit dem. Mit dem Depot und stellen das irgendwo hier an der Straße. Bisschen in der Nähe und ein weiteres St-
Straßenfahrzeugdepot hier in der Nähe. Die Frage ist, wie ist es? So, okay, passt sogar. Schauen wir es mal ein bisschen außerhalb der Stadt. Und dann machen wir mal vielleicht eine kleine Route schon mal. Legen wir schon mal eine kleine Route fest für die Passagiere. Mhm. Das brauchen wir erstmal. Und so, dass wir überall Leute überall her abholen können. Hier müssen wir natürlich zum Bahnhof irgendwo. Hier packen wir das dann mal hin. Dann nach da, dann fahren wir sie nochmal nach da und dann mache ich erstmal hier was und dann verbinde dann das gleiche nochmal. Das ganz normal. Und das gleiche ganz normal und machen wir nochmal hier und dann verbinden wir da auch nochmal eine Straße. Also hier eine Straße nach. Was sind meine Trennabgleichung? Steigung zu groß. Das ist scheiße. Also höher als hoch geht natürlich nicht. Dann. Wie machen wir das? Puh, es ist eine komplizierte Frage. Lol. Ein Gebäude wird entfernt. Sieht nicht gut aus. Probieren wir es mal so. Und versuchen das dann irgendwie dann zu verknüpfen. Ja, haben wir es ja. Sieht merkwürdig aus, aber. Aber. Das können wir noch ändern. Ja, war nicht so. Guck mal, das sieht ja sowieso schon richtig merkwürdig aus. Also richtig steil in Kelowna. Da ist jetzt keiner da vor ihm. Nee, gestern hat keiner da. Ich kann noch eine größere Straße nehmen. Welche war denn das hier? Welche Straße ist denn das? Was ist die? Ja, passt. Verbinden wir das mal damit. Oh, ich hätte das nicht so hoch machen sollen. Brücke! eigentlich wollte ich das gar nicht, die beiden ja nur miteinander verbinden. Hier können wir wieder nach unten gehen. Das erste. Und dann leicht angleichen. Und dann die beiden erstmal so miteinander verbinden. Und das sollte natürlich noch weiter geführt werden. Nein, ich wollte das nicht mit dir machen. Egal. So, haben wir erstmal das. Dann würde ich sagen, packen wir doch mal. Machen wir erstmal eine Linie. Pack doch mal die Hose aus. Linie, neue Linie. Beginnen wir hier bei der Bahnhofstraße, zur Römerstraße, zum Gartenweg, zur Kirchstraße, Birkenstraße, da und dann ist es natürlich ein bisschen ungünstig da gewesen. Ist aber egal, zumindest mir. Und ja. Dann nennen wir das Kelowna 1, einfach mal so. Okay. Ja doch, es ist gut. Und wir müssen das erstmal ein bisschen antreiben, deswegen. Wenn man so Linie 1 nennen würde, dann. Ja. Die Frage ist, welche. Ach, Postkutsche. Moment. Warum kann der Pferdekutsche und beide auch noch eine Postkutsche? Warum fahren beide Passagiere? Was ist faszinierend? 15 km/h oder 15 km/h ist ja eigentlich total irrelevant. Das Problem ist, die haben keine Betriebskosten. Das heißt, es ist nicht wirtschaftlich. Nada niente. Also machen wir es halbwegs realistisch, so gut wie es geht. Das ist echt scheiße. Kaufen wir davon den grünen erstmal 5 Stück, würde ich sagen. Sind das 5? Ja. Und sagen, die sollen alle Kelowna 1 befahren. 3 Minuten soll es angeblich dauern. Los, Steam-Benachrichtigung, geh weg. Drücken mal auf Play, auf das Normal und gehen dann schon mal hier hin. Und machen das gleiche mit den. Ah, ist ja schon mal gar nicht mal so übel. Hauen wir das da hin. Auf diese Seite, dann auf die. Ist eine ziemlich gute Verbindung hier. Und. Dann muss am Stadtende, dann hier vielleicht und dann nochmal da, warum nicht?
Machen da auch nochmal eine Linie. Das dürfte jetzt Fortpack sein, genau. Speicher mal, genau. Fortpack dann auf der. Ich hätte auch eine neue Linie gehen können, das wäre gar nicht mal so übel gewesen. Wir fangen in der Lessingstraße an. Total amerikanisch. Amerikanisch. Dann zum Schulweg, dann war das auch auf der linken Seite. Heideweg. Kirchweg und dahin, perfekt. Und das wäre dann Fort Peck war das, ne? Ich glaube schon. Fort Peck 1 ist es dann. Fort Peck 1 oder Linie 1. Je nachdem. Genau, Fort Peck richtig geraten. Und kaufen uns da auch nochmal 5 Zeug. Sind das jetzt 5? Und sagen, alle sollen zu Fort Peck 1. So, dann können wir erstmal rumkutschieren und dann verbinden wir mal die beiden Städte miteinander mit einer. Mit einer Zuglinie. Weg, oh, es wollte ein bisschen weiter nach oben gehen. So, 120 ist doch gar nicht mehr so gut. Ernsthaft, da ein Tunnel? Na gut. Dann interrupten wir die Leute. Oh, das sollte vielleicht ein bisschen hier gehen, dann sollte das doch nochmal. Gehen wir jetzt. Ja, perfekt. Das wollte ich. Dann gehen wir vielleicht nach oben. Dann nicht so ganz in die Erde gehen. Ja, also, tja, wirtschaftlich ist es nicht. Leider nicht. Ich hätte es mir gewünscht. Tja, das ist die Frage ist, bleibst du jetzt dabei? Oder Kampagne dann irgendwann noch? Oder? Ja, das ist die Frage. Naja. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass die das jetzt hier so gemacht haben. Ja, vielleicht ging es nicht anders. Mag sein. Aber dafür sieht das schon mal ziemlich utopisch hier aus. Ich würde sagen, dann lasse ich es einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Und holen uns dann erstmal ein Depot. Ja, kann ja trotzdem ganz cool sein, mal. Ja, so. Eben, also ich meine, wir können das ja einfach hier nicht. Ist ja, es ist zwar auch so ein bisschen so wie Lavan das ja macht, so ein bisschen mit Schönbaumäßig, aber ich sag nur so, wir machen das halt einfach so ein bisschen realistischer und versuchen das so realistisch wie möglich zu halten. Dann würde ich sagen, ist das auch in Ordnung, dass es jetzt nicht machbar ist, spieltechnisch gesehen. Also ich schieb's jetzt einfach mal aufs Spiel, kann sein, dass es auch geht. Wenn es geht, dann sagt mir wie und dann ändere ich das. So eine scharfe Kurve. Erstmal eine Linie von. Eine neue Linie von Kelowna nach Fort Peck. Und wir nennen das mal einfach Kelowna Fort Peck. Allerdings habe ich den Bindestrich vergessen. So, perfekt. Und dann kaufen wir uns erstmal einen Zug. Schön amerikanisch. Ich frage, also nehmen wir einen Baldwin's Six Wheels oder eine D 1 Drittel? Zug. Ja. Also, die Baldwin hat mehr Leistung und mehr Zugkraft. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Baldwin. Kostet ja auch nichts. Eben. Eigentlich brauchen wir uns keine Sorgen um irgendwas machen, weil es ja ist kostenlos. Das ist echt schade irgendwie. Hätten sie einbauen müssen, dass man, wenn dann auch die Wahl hat, dass man Geld bekommt, dass man Geld zahlen muss. Vielleicht gibt es auch einen Mod, muss ich mal nachschauen. Und dann wollen wir natürlich erstmal einen Personenwagen nehmen. Und Personenkraftfahrzeug. Ein Wagen. Kann ich nicht vermuten. Personenwagen. Wir haben ja eine.
Passagierwagen, genau. Wir haben ja wenig Komfort, würde ich sagen. Ne? Ja. Höchstgeschwindigkeit 50, dann kriegen wir eh nicht hin. Dann sag ich jetzt einfach mal, nehmen wir eine Länge von 71 Meter. Okay, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt haben wir schon mal vier Waggons, das heißt, da können jetzt für Leute rein 26 Passagiere. Die brauchen wir zwar sowieso nicht, aber wir weisen jetzt einfach mal Kelowna zu und Ford Pack. Mal schauen, wie es dann so läuft. Mal schauen, wie es läuft, genau. Darf ich mal eine Frage in den Raum werfen? Ja, klar. Wann kommt das nächste GTA-Video? Weil ich habe... Ah, fuck. Jetzt weißt du wieder, was ich rausbringen wollte. Jetzt weißt du wieder, was ich... Ich wusste, ich wollte noch was rendern. Ich gucke ja nicht regelmäßig die Videos, aber Enno guckt immer die Videos regelmäßig. Und freut sich immer daran. Übrigens, ich glaube, GTA ist mittlerweile für 18,88 Euro. Also wenn Tony noch 19 Euro übrig hat, dann kann er sich GTA nur besorgen. Er war jetzt schon wieder Perma, ich glaube ja, ne? Was? Er war schon wieder Perma gebannt. Ja, ne? Genau. Das zweite Mal. Eigentlich sollte er jetzt gerade Gehalt gekriegt haben. Aber er soll sich mal besorgen, und wenn er das dann bekommen hat, dann soll er mal den Arsch in der Hose haben und wie ein echter Gamer zocken, aber... Jetzt ohne beleidigend zu sein, aber... Diesmal war das meine Schuld, weil ich habe Tony ja den Account angedreht. Ja gut. Nein, du hast es gemacht, um es zu testen, und Tony wollte den Account haben, wenn es funktioniert. So muss das irgendwie das so, hast du mir das so gesagt. Guck mal, wir verlieren Geld! Wegen Zinsen. Cool, dass wir Zinsen haben! Lass uns mehr Geld von der Bank besorgen, damit wir mehr Geld verlieren. Im Jahr, 30.000. Realismus, Realisation, Simulation. Ach, ja. Oh, guck mal, da war da schon der erste Passagier. Ne, vier sogar. Ja, speicher das Spiel ruhig. Komm, also schon voll. Ich frag mich nur, wo die hinwollen. Warte, wie war das nochmal mit E? Ja. Mit E und Q. Also es geht auf alle Fälle schon mal Richtung... Ich glaube, das dürfte Richtung Hauptbahnhof sein. Ja, das vorne ist der Bahnhof. Hier wollen sie raus. Wir haben 1000 bekommen. Wir wollen zum Bahnhof. Wir wollen tatsächlich zum Bahnhof. Zu Fuß? Ja, die sind ja mit dem Zug, mit der Pferdekutsche erstmal hin. Ach so. Da warten Passagiere ernsthaft auf unseren Zug. Ob der jemals ankommen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Wie schön. Wir fahren fertig gerade hin. Ja, hallo, willkommen jetzt hier zu der zweiten Folge Train... Gehen wir um. Da wo, auf der anderen Seite wollen wir hin. Transport Fever bei den Seidenspinnern. Wir spinnen Seide den ganzen Tag. Wahrscheinlich sogar schon die dritte Folge. Ja, ich weiß ja nicht. Ich auch nicht. Auf alle Fälle. Heutzutage unterteilt man das ja nicht mehr in Folgen. Zumindest in Kelowna brauchen wir nur 146 Sekunden warten, bis der nächste kommt. Ist schon mal gut. Ich glaube, die sollen ein bisschen schneller werden, die Züge kannst du machen. Es ist 852, natürlich kann ich so ein ICE hier reinbangen. Ja, einfach mal so einen Motor frisieren, weißt du? Bisschen mehr Kohle rein. Ich weiß nicht, ob es geht. Guck mal, wie viele Leute da schon waren. Da waren 11 Leute. Ich weiß, das ist Methyl antreiben, die Züge. Ah, schön. Da muss Methyl bei. Ich frage mich gerade.